immer diese Entscheidungen. Nehmen wir die mal. Na, ich lasse die jetzt erstmal hier kommen. Machen wir das erstmal so. So. Ich hoffe, das langt jetzt. 7 noch. Naja, nicht ganz, aber komm, hier ist ja auch noch Marble. 1, 2. Genau die 3, die wir brauchen, glaube ich, ne? Ja. Perfekt. So. Haben wir das mit dem Marble auch erledigt. Dann haben wir nämlich hier schön unser Kreuz, was noch nicht ganz fertig ist. Hier die Zwischenstation und dann geht es dann da runter. Genau. So machen wir das. So, hier die Ecke kommt mir gerade ein bisschen düster vor. Da möchte ich mal ein bisschen gegen anarbeiten. Und hier muss ich jetzt meine Treppe fertig bauen. Genau. So. Und da haben wir dann gesagt, das wäre ja hier die Linie, wo dann das hinkäme. Genau. Das. Und hier das. Und natürlich noch nach unten. Ne? Es geht ja noch einen nach unten dann. Dann wäre das nämlich da eine Treppe hier. Da und da. So. Genau. Und hier ist auch so dunkel. Und da wir jetzt ein Bett haben, können wir auch eine Runde schlafen. So. Und dann können wir nämlich hier fertig machen. Dann haben wir das nämlich hier höher. Und dann hier. Ne, da muss ich ja dann auch noch weiter ausholen. Wir wollen ja auf diesem Niveau bleiben. So. Und hier waren das denn die 3? Warte mal, das sind insgesamt 1, 2, 3, 4. Einen wäre das noch. Warum auch immer. Ich überlege gerade. 1, 2, 3, 4. Ja, doch. 4 mit diesem Block da vorne, ne? 1, 2, 3. Ja, doch. So. Genau. Jo. Machen wir das einfach mal so. Gut, dann kann ich nämlich hier mit Cobblestone auffüllen. Da auch. Da. Dann haben wir das schon mal. Da und da. Und den Rest lasse ich jetzt erstmal so. Und dann habe ich jetzt nicht mehr genug für Treppen, aber das, was ich noch habe, verbauen wir eben in Treppen. Ach, schau mal an. Da so. Tock, tock. Langt noch. So, jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Setzen wir erstmal hier unten die eine noch ein, die fehlende, genau die. Dann setzen wir hier schon mal die Treppen. So. Und dann können wir hier schon mal ein paar Treppen hinsetzen. Da. Genau. Damit hätten wir dann auch schon fast den nächsten Trichter fertig. Gut, habe ich jetzt hier noch ein paar gechiselte Cobblestone? Das tat jetzt weh. Fuß verknackst. Au. Chisel. Cobblestone, da, die hatten wir. Au. Ah. So, dann machen wir das nämlich hier fertig. Und bis darüber.
So. Tack. Oh, zack. Jetzt. Ja. So war fertig. Dann drücke ich nochmal meine Lieblingstaste. Guck. Ah, hier habe ich mir fast gedacht, dass ich noch irgendwo X sehe. In Gelb, Rot, Lila, sonstiges. Oh, da auch. Das kommt jetzt durch die Bäume wahrscheinlich. So, aber ansonsten sieht das doch schon mal fast gut aus. Ja, dann haben wir hier später eine schöne grüne Kuppel mit Inhalt. Mit Inhalt. Das sieht fast arenamäßig aus hier, aber das ist egal. Oh. Ich glaube, es wird ganz nett werden dann. So, sehe ich da noch was? Nee. Gut, okay, das war es jetzt aber wirklich für diese Aufnahme und wir stellen hier noch eine Fackel hin, damit auch ja nichts passiert. Ich meine, ich habe ja nichts gegen mal hin und wieder mal so ein Schleim oder ein Zombie oder so, aber ein Creeper, der plötzlich hinter einem steht, ne. Da kann ich getrost drauf verzichten. So, gut. Dann mit dem Blick aufs Zuhause wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Protus. Höllendrio und herzlich willkommen zurück zum Biosphären-Let's Play. Juhu, ja. So, eine Nachricht vorweg. Ich habe es endlich geschafft, OpenBlocks reinzubekommen. @open. Es war eine harte, harte Arbeit, das überhaupt reinzukriegen, weil, weil es schwer war, überhaupt eine Version zu finden für die 1.6.2, die dann auch funktioniert. Das, was man auf der OpenBlocks-Seite downloaden kann, ist immer nur die aktuellste Version. Es gibt keinen Links zu älteren Versionen oder sonstiges. Auch sonst, wenn ich jetzt hier Modlisten durchsucht habe, man wird immer auf die Seite verlinkt. Aber ich habe es dann doch letztendlich geschafft, irgendwo noch eine Version aufzutreiben, die dann auch funktioniert und somit haben wir es drin. Das heißt, wir können jetzt seelenruhig unsere Vakuumhopper bauen oder hier unseren Aufzug, der hier noch in die Mitte rein soll. Wunderbar. Ja, und wir gehen erstmal schlafen. Weil wir nämlich uns auf den Weg machen müssen. Ich würde nämlich ganz gerne, bevor ich hier unten mit den Bauarbeiten weitermache, also hier viel, viele, viele Steine klopfen, würde ich ganz gerne unsere Toolforge haben, damit wir uns halt einen Hammer bauen können. Oder auch für diesen Baum eine Lumber-Axe. Dafür brauchen wir aber noch mehr Metalle, um die überhaupt herstellen zu können. Wir müssen nämlich Blöcke haben. Aus Zinn zum Beispiel. Und jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich das unbedingt gießen muss oder, dadurch, dass ich kein Gregtech habe, ob ich den Zinnblock einfach so craften kann. Ich guck mal, da ist er. Nein, falsch. Da war ich wohl irgendwie noch im falschen Modus drin. Ich gehe mal eben. Warum auch immer, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, also nochmal gucken, ob ich denn bis dahin auch die Smeltery aufgebaut haben muss. Es gibt kein Rezept, juhu. Ist das nicht schön. Also hier kann ich auf jeden Fall die Toolforge machen. Ich kann es zurückcraften. Jetzt gucke ich mal eben hier. Nee, ich kann mir da keinen Block draus craften. Das heißt, die Smeltery müssen wir auch aufbauen. Einen anderen Weg gibt es wohl nicht. Einen Kompressor habe ich nicht, weil ich ja keinen IC drin habe. Also müssen wir auch noch die Smeltery bauen. Für die Smeltery brauchen wir Clay, das haben wir. Wir bräuchten aber mehr. Wir bräuchten viel Sand, sollten wir auch irgendwo haben. Und wir brauchen Gravel. Das müssen wir uns herstellen. Juhu. Um uns Gravel herstellen zu können. Wo haben wir denn unseren Sand? Jetzt, da ist er. Um Gravel herstellen zu können, brauchen wir natürlich erstmal Plastiksheets. Das heißt, wir brauchen Rubber. Da habe ich ja schon einen Rubberbaum.
Den werden wir uns dann auch zerlegen müssen, mehrfach. Vielleicht nochmal ein Setzling mehr anbieten. Dann bereite ich das schon mal vor hier. Warum habe ich hier so viel Müll eigentlich? Gute Frage, nächste Frage. So. Das heißt, wir werden diesen Baum mal abfällen und hoffen, dass da mehr Setzlinge rauskommen. Und dann werden wir minern gehen müssen. Weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ihr auf Dauer gucken möchtet, wie ich mit einer einfachen Spitzhacke hier die Kugel aushöhle. Das würde ich selber auch nicht gucken wollen. Und wir brauchen noch ein bisschen dunkles Holz. Das heißt, ich muss die Setzlinge auch nochmal hier anpflanzen. Nee, den Setzling, nicht die Erde. So. Da und da meinetwegen. Und jetzt müssten mir hier mindestens 2 Setzlinge rauskommen. Wäre wunderschön. Dann würde ich hier schon mal ein bisschen Erde und... ach, da haben wir auch noch Holz. So. Warum habe ich da Holz drin? Wieso habe ich hier so viel Cobblestone? Ach Mensch. Wieso? Wieso habe ich da überhaupt Mobloot drin? Wieso bin ich so unordentlich? Kann mir das mal jemand sagen? Nein, gut, ich auch nicht. So. Ich weiß gar nicht, ob ich da das Holz reintun wollte. Ich glaube nicht. So, hier haben wir Setzlinge. Das ist schön. 3 Stück. Machen wir einen dahin, einen dahin, einen dahin. Das sollte fürs Erste langen. Dann machen wir hier den Mob-Loot rein. Da und da. Und das Holz tun wir hier rein. Wo haben wir es? Da, da, da. Den Rubber tun wir da rein. Das Holz. Erstmal mein Inventar leeren. Die Chisel muss ich nicht mitnehmen. Dass ich überhaupt erstmal einen Überblick bekomme. So. Wenn wir meinen gehen wollen, müssen wir unsere Werkzeuge erstmal reparieren. Und das tun wir, indem wir uns ein bisschen Kabel wiederholen. Da. Mal hier an den Toolstation gehen. Ne, das ist der Stencil Table. Ups. Das ist die Toolstation. Ach, da ist noch Cobblestone dran. Dass wir mal das reparieren. Und das reparieren. Sehr gut. Und dann werden wir gleich losgehen. Ich werde jetzt nicht hier Richtung Schleiminsel gehen. Wir nehmen entweder die Kugel da hinten oder die Kugel. Ich glaube, wir nehmen die. Rubber Trees werden wachsen. Fackeln könnte ich noch ein paar mitnehmen. Habe ich da noch was? Eine Charcoal habe ich noch. Das klingt jetzt nicht wirklich viel. Ja. Schön, wenn man den Stick da hat. So. Und ich überlege, ob ich... Ja, mache ich jetzt einfach mal. Ich nehme hier mal die Toolforge mit, dass wir unterwegs reparieren können. So. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg ins fröhliche Sterben. Ich überlege, ob ich ein Bett mitnehme, obwohl, wenn wir unterirdisch sind, ist das auch egal. Essen sollte ich mitnehmen. Huch. Ich sehe es gerade, ich bin halb verhungert. Du bist, glaube ich, soweit. Du bist soweit. Du bist soweit. Du nicht, du nicht, du nicht. Du, du, du. 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 Und du. So. Genau. Da ist uns erstmal satt, damit wir voll ausgeheilt sind. So. Dann haben wir noch 7 Äpfel. Okay, das sollte lang. Gut. Jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber los. So. Und dann wollen wir uns mal in den Untergrund bewegen und ein paar Sachen rausholen. So, was haben wir dahinter eigentlich für eine Insel? Keine Ahnung. Ist auch egal. Gehen jetzt erstmal in die... Ja, ich bin dann, als Anregung kam, dass ich mir mal die Richtung, weil ich das letzte Mal so verwirrt war, sollte ich mir die Richtungen hier markieren. Ist eine gute Idee, werde ich dann bei Gelegenheit auch machen. So, bauen wir uns einfach mal hier rein. Und dann hoffen wir, dass wir auch was finden. Und zwar etwas, was wir brauchen können.